Ja, willkommen zur aktuellen Sitzung. Heute geht es um einen ganz interessanten Philosophen, nämlich um Johann Gottlieb Fichte und seinen Begriff des Bösen. Johann Gottlieb Fichte lebte Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und so sah der gute Mann aus. Und er hat eine Schrift verfasst, nämlich das System der Sittenlehre von 1798. Zu Fichte muss man sagen, dass er ganz stark von Immanuel Kant geprägt war. Da mache ich auch oben rechts dann in YouTube den Link zur letzten Sitzung rein, wo es um Kants Begriff des Bösen ging. Fichte knüpft ganz stark an Kants Moralphilosophie an. Aber er geht auch noch ein bisschen weiter. Und wir haben jetzt hier eben uns ein paar Leitfragen überlegt. Zunächst, wie knüpft Fichte an Kants Begriff des Bösen an? Es geht vor allem um das Böse, nicht so sehr um das Gute. Warum können wir nach Fichte nicht das Böse um des Bösen willen tun? Das hatte eben auch Kant vertreten, diese These. Im Gegensatz zu Augustinus, in seinem Beispiel des Birnendiebstahls, mache ich auch oben rechts einen Link rein. Augustinus hatte ja bekanntlich die These vertreten, wir können das Böse um des Bösen willen tun. Wir können stehlen, einfach nur um zu stehlen. Ja, das war so diese Theorie von Augustinus. Ja, wie knüpft Fichte an Leibniz, Begriff der Trägheit, an, um das Böse zu bestimmen? Sie nennt sich auch noch, Leibniz hat gesagt, das Böse besteht in der idealen Natur des Menschen, verstanden als Malum Metaphysicum, der Endlichkeit und auch der Trägheit, wie ein Schiff im Strom des Guten sich erst mal dem Strom widersetzt. Da mache ich auch oben rechts den Link zu Leibniz rein. Und dann hat Fichte noch einen interessanten Begriff geprägt, nämlich den des Schlendrians, der Schlendrian. Also wie versteht Fichte den Schlendrian? Vielleicht haben Sie schon mal gehört, Schlendrian, was das ist, hört man ab und zu, ist vielleicht nicht mehr so häufig gebräuchlich, dieses Wort. Fichte legt darauf viel Wert, diesen Begriff mit dem Bösen in eine Verbindung zu bringen. Und das wollen wir uns genauer anschauen, wie das Böse als Schlendrian, also als Schlamperei, als, ja, als ja, Trägheit zu verstehen ist. Man könnte ja denken, Schlamperei und Trägheit ist was, was irgendwie nicht ganz aktiv ist. Im Bösen sind wir irgendwie passiv oder mangelhaft oder so. Das meint Fichte nicht, sondern Fichte, wie wir gleich sehen werden, meint, dass das Böse immer auch mit einer Aktivität zu tun hat. Also im Bösen sind wir selbst ganz schön clever und durchtrieben, könnte man sagen. Ja, also jetzt sagt er hier Folgendes in diesem System der Sittenlehre. Es lässt sich zwar wohl vorhersehen und begreifen, dass der Mensch auf den niedrigen Reflexionspunkten eine Zeit lang oder auch wohl sein ganzes Leben verweilen werde, da es schlechthin nichts gibt, das ihn höher treibe. Und die Erfahrung bestätigt wenigstens das Erste als allgemein. Insofern ist ihm das Böse angeboren. Hang zum Bösen, radikal böse bei Kant. Aber es ist doch nicht notwendig, dass er darauf, auf diesem Reflexionspunkt des Bösen stehen bleibe, da es auch nichts gibt, das ihn auf denselben zurückhalte. Es ist ihm ebenso möglich, sich zugleich auf den höchsten Punkt zu versetzen, und wenn er es nicht getan hat, so liegt dies am Nichtgebrauch seiner Freiheit. Ob er gleich in seinem gegenwärtigen Zustande seiner Verschuldung sich nicht bewusst wird, insofern hat das Böse im Menschen seinen Grund in der Freiheit. Das ist ziemlich genau das, was auch Immanuel Kant gesagt hat. Das Böse betrifft uns alle, es ist uns angeboren, aber es ist nicht notwendig, sondern es ist nur subjektiv notwendig. Das hatte Kant gesagt. Das Böse ist subjektiv notwendig. Und Fichte versucht das jetzt auf eine andere Weise darzustellen. Er sagt nämlich, dass es etwas mit unserer Reflexion zu tun hat. Und darin geht er über Kant hinaus. Also wir sind dann böse, wir handeln dann böse, wenn wir auf eine Weise reflektieren, die uns nicht mehr moralisch sensibel werden lässt für die Gebote des Sittengesetzes. Ja, weiter geht's. Es ist schlechthin unmöglich und widersprechend, sagt Fichte, dass jemand bei dem deutlichen Bewusstsein seiner Pflicht im Augenblicke des Handelns mit gutem Bewusstsein sich entschließe, seine Pflicht nicht zu tun, dass er gegen das Gesetz sich empörend ihm den Gehorsam verweigere und es sich zur Maxime mache, nicht zu tun, was seine Pflicht ist. Darum, weil es seine Pflicht ist. Eine solche Maxime wäre teuflisch, aber der Begriff des Teufels widerspricht sich selbst und hebt zunach sich auf. Sie erinnert sich an Kant. Kant hatte auch gesagt, das Böse um des Bösen willen tun können wir nicht. Das können wir nicht. Das wäre ein teuflischer Wille. Das geht nicht. Und Fichte knüpft hier genau an. Also wieder gegen Augustinus. Wir können das Böse nicht
um des bösen Willen tun. Warum? Es wäre ein Widerspruch. Die Vernunft gebietet, das Gute zu tun, und wir können nicht mit der Vernunft gegen die Vernunft handeln. Das ist überhaupt die Frage, ob das vielleicht nicht doch möglich ist. Wir haben genug Fälle in den Medien und so weiter, wo wir Menschen erleben, die offenbar das Böse um des bösen Willen tun. Häufig sagen wir dann, diese Menschen sind psychisch krank. Das ist immer die Frage, wenn wir sagen, die Menschen sind psychisch krank, dann entlasten wir sie, dann sagen wir, sie sind gar nicht wirklich verantwortlich. Wir neigen dazu, Menschen, die das Böse um des bösen Willen tun, für psychisch nicht zurechnungsfähig zu halten. Ja? Aber es gibt sicherlich Menschen, die das auch tun. Aber wir haben dann immer so den Eindruck, die können nicht recht bei Trost sein. Wer wirklich recht bei Trost ist, der würde das Böse nie um des bösen Willen tun. Der würde vielleicht immer gute Gründe anführen und sagen, ich mache doch eigentlich nur das Gute. Ja, und so ist es auch bei Fichte. Und jetzt will er das beweisen. Wir beweisen dies, dass der Mensch nicht das Böse um des bösen Willen tun kann, folgendermaßen. Der Mensch ist sich seiner Pflicht klar bewusst. Heißt, er als Intelligenz fordert von sich schlechthin etwas zu tun. Er entschließt sich mit gutem Bewusstsein gegen seine Pflicht zu handeln. Heißt, er fordert von sich demselben ungeteilten Momente dasselbe nicht zu tun. Es wären so nach in demselben Momente durch dasselbe Vermögen in ihm widersprechende Forderung, welche Voraussetzung sich selbst vernichtet und der klarste, offenbarste Widerspruch ist. Also, wenn der Mensch sich seiner Pflicht klar bewusst ist, was das Sittengesetz gebietet, dann fordert er von sich selbst etwas zu tun. Also nämlich das, was das Sittengesetz befiehlt. Unsere Vernunft sagt uns, wir sollen so und so handeln. Jetzt kann er aber nach Fichte, wenn ihm die Vernunft das gebietet, das Sittengesetz, nicht gleich sich mit gutem Bewusstsein, also mit klarem Bewusstsein, gegen seine Pflicht handeln. Sonst würde er nämlich in sich zwei Momente desselben Vermögens finden, nämlich einmal die Normativität des Sittengesetzes, unser Vermögen der Vernunft sagt, wir sollen gut handeln, und zugleich würden wir durch die Vernunft gegen die Vernunft handeln. Wir würden in der Vernunft uns widersprechen, also können wir nicht bei klarem Bewusstsein, also mit Vernunft, gegen die Vernunft handeln. Ja, aber wie können wir dann das Böse erklären? Er sagt, es ist sehr möglich, dass man das klare Bewusstsein der Anforderung der Pflicht in sich verdunkle. Also praktisch nicht ein gutes Bewusstsein hat, sondern kein klares Bewusstsein mehr hat, sondern nur ein verdunkeltes Bewusstsein. Nämlich durch einen Akt der absoluten Spontanität entsteht jenes Bewusstsein und nur durch Fortsetzung jenes Akts der Freiheit bleibt es. Hört man auf zu reflektieren, so verschwindet es. Also das ist der Punkt. Also das Sittengesetz existiert nur so lange, wie wir uns auf es konzentrieren. Wenn wir nicht mehr auf das Sittengesetz reflektieren, dann verdunkelt es sich. Dann bemerken wir das Sittengesetz nicht mehr in uns und dann haben wir die Möglichkeit, ihm zuwiderzuhandeln. Dann haben wir kein gutes Bewusstsein mehr der Pflicht, sondern wir verdunkeln durch Reflexion unser Bewusstsein der Pflicht. Und das kennen Sie alle. Man kann sich immer wieder Ausreden überlegen. Man kann sich in eine reflexive Distanz bringen zu moralischen Dingen. Man kann sich ein gutes Gewissen auch einreden. Das geht alles. Man kann auch sein Leben auf solche Lügen fundieren. Ob das dann irgendwann zusammenbricht, ist die andere Frage. Aber es geht also um eine Verdunkelung. Die Sache verhält sich demnach so. Wird auf die Anforderung des Gesetzes, des Sittengesetzes, fortdauernd reflektiert, so bleibt sie uns vor Augen. So ist es unmöglich, nicht nach ihr zu handeln. Wenn wir das Sittengesetz klar vor Augen haben, sagt Fichte, sagt auch Kant, können wir nicht gegen das Sittengesetz handeln. In beiden Fällen also herrscht Notwendigkeit. Das ist das Problem. Jetzt sagt er, dieses System, dass man sagt, nur Notwendigkeit, wir können gar nicht böse handeln, weil entweder wir sehen das Sittengesetz in uns, dann können wir nicht böse handeln. Wenn wir es nicht in uns sehen, dann haben wir einfach einen Mangel an Vernunft, dann sind wir einfach determiniert, dann haben wir einfach nur Notwendigkeit. Das sagt Fichte, geht nicht. Und jetzt ist ganz wichtig, die wichtige Einsicht, dass das Sittengesetz gar nicht so etwas ist, was ohne alles Zutun in uns sei, sondern dass es erst durch uns selbst gemacht wird. Das Sittengesetz, zumindest seine Präsenz, wird erst durch uns selbst
präsent. Aber in dem gegenwärtigen Systeme dauert das Bewusstsein desselben entweder fort und dann bewirkt es notwendig die moralische Handlung in diesem deterministischen System, oder es verschwindet und dann ist ein moralisches Handeln unmöglich. Und das ist ein Fatalismus. Ja? Also nach diesem bereits Gesagten können wir entweder gar nicht gegen das Sittengesetz handeln, weil wir es ja immer vor Augen haben, oder wir können, wir handeln dagegen, aber nur deswegen, weil wir es nicht in uns verspüren. Und dann wären wir ja auch nicht dafür zurechenbar. Ne? Wir müssen immer, um zurechenbar zu sein für das Böse, das Sittengesetz auch in uns irgendwie vernehmen können. Und jetzt sagt Fichte, der Anschein des Fatalismus verschwindet zugleich, wenn man darauf merkt, also darauf Acht gibt, dass es ja von unserer Freiheit abhänge, ob jenes Bewusstsein des Sittengesetzes fortdauere oder sich verdunkle. Und das ist der entscheidende Punkt. Es hängt von uns selbst ab, ob das Sittengesetz vor unseren Augen steht oder nicht. Wenn wir nicht das Sittengesetz wahrnehmen, hat es nichts damit zu tun, dass wir es nicht wahrnehmen können oder wir es einfach nicht spüren können, sondern sind wir selbst die Ursache dafür, dass wir es nicht wahrnehmen, das Sittengesetz. Und dadurch kann jetzt Fichte zeigen, dass wir auch dann frei sind, wenn wir unmoralisch handeln. Der Grund des unmoralischen Handelns besteht nach Fichte darin, unsere Einsicht in die Moralität selbst zu verdunkeln und selbst zu belügen. Das machen wir ja immer wieder, jeder von uns. Ferner bemerke man wohl, dass auch dieser Akt der Freiheit, durch welchen man jenes Bewusstsein des Sittengesetzes entweder klar erhält oder es verdunkeln lässt, ein absolut erster und darum unerklärlicher Akt ist. Nämlich, es geschieht nicht etwa nach einer Maxime, also mit dem Bewusstsein dessen, was ich tue, und der Freiheit, mit welcher ich es tue, dass ich die Anforderungen des Gesetzes in mir verdunkle. Dies wäre die oben als widersprechend aufgezeigte Empörung wider das Gesetz. Das geht nicht, das sagt Augustinus gesagt. Wir können uns nicht gegen das Gesetz, also das hat gerade Augustinus gesagt, dass wir gegen das Gesetz uns empören. Das geht nach Kant und Fichte nicht. Ja, das ist also hier der Punkt. Weiter unten sagte, das Verschwinden des Sittengesetzes, von welchem hier geredet wird, ist eine Abstraktion von der letzteren Art, ein unbestimmtes Denken, das gegen die Pflicht läuft, indem ja das bestimmte Bewusstsein der Pflicht selbst Pflicht ist. Das ist entscheidend. Also wie kommen wir jetzt dazu, dass das Verschwinden der Pflicht in uns auftritt? Da sagt Fichte, das Verschwinden des Bewusstseins der Pflicht ist eine Abstraktion. Wir abstrahieren also von der konkreten Pflicht. Abstrahieren heißt einfach sich lösen von der Pflicht. Ja. An was anderes denken. Das Sittengesetz nicht mehr ganz ernst nehmen. Das ist der Grund. Ja. Wir abstrahieren von der Pflicht. Wir täuschen uns dann selbst über das, was unsere Pflicht ist und handeln, wie man gewöhnlich sagt, aus einem irrenden Gewissen. Aber dieser Irrtum ist und bleibt unsere Schuld. Hätten wir unsere Einsicht in die Pflicht, die schon da war, festgehalten, und das hängt lediglich ab von unserer Freiheit, so hätten wir nicht geirrt. Es waltet hier ein sehr gefährlicher Selbstbetrug, gegen welchen man auf seiner Hut zu sein sehr nötig hat. Wenn wir nur ehrlich zu Werke gehen, sage ich es eben, denn es ist sehr wohl möglich, dass jemand nur anderen spiegele er tue aus Pflicht, worüber er selbst wohl gar weiß, dass es aus Eigennutz tut und dass es die Pflicht von ihm gar nicht fordert und dass er um die Pflicht sich gar nicht bekümmert, weil er etwa ein dogmatisch Ungläubiger ist. Ein solcher ist ein grober Heuchler und gehört nicht in die gegenwärtige Klasse. Also es geht darum, dass wir uns selbst täuschen über das, was unsere Pflicht ist. Wir täuschen uns nicht aber so, dass wir einfach einem Irrtum unterliegen, weil wir vielleicht zu dumm sind, sondern nach Fichte sind wir selbst schuld, wenn wir uns über die Geltung des Sittengesetzes irren, weil wir uns irgendwie irren wollen. Und Immanuel Kant spricht hier von einer Schuld des Irrtums. Das macht Kant auch in anderen Kontexten. Wir sind nach Kant immer selbst schuld, wenn wir uns irren. Der Grund liegt in uns selbst und nicht in der Beschränkung unserer Vermögen. Und so sieht es eben auch im moralischen Irrtum aus. Ja, das ist also hier das Entscheidende, dass man glaubt, dass man sich vom Sittengesetz lösen könne. Er sagt weiter, endlich ist die Anforderung der Pflicht ihrer Form nach als Pflicht bestimmt. Sie verlangt schlechterdings und mit der Nachsetzung aller anderen Triebe Gehorsam. Das war die Unterordnung der Selbstliebe unter das Sittengesetz bei Kant. Lässt man diese Bestimmtheit in sich verdunkeln, sich dunkel werden, so erscheint uns das Pflichtgebot nicht mehr als Gebot, sondern nur etwa als guter Rat, dem man folgen könne, wenn es uns beliebt und nicht zu viel Verleugnung kostet.
dem aber allenfalls sich auch etwas abdingen lasse. Man macht in diesem Zustande sich eine gemischte Maxime, geht nicht eben allenthalben auf den größten Genuss aus und fragt nur nach ihm, bescheidet sich vielmehr hier und da auch seine Pflicht tun zu müssen, opfert der Pflicht etwa diejenigen Genüsse auf, die uns außerdem nicht reizen. Der Verschwender, den Geiz, der ehrsüchtige Lüste, die ihn um seine Ehre bringen könnten, behält sich aber diejenigen vor, die uns die Liebsten sind, macht so einen Vertrag zwischen dem Gewissen und der Begier und glaubt sich mit beiden zugleich abgefunden zu haben. Diese Denkart ist es, welche frech vorgibt, man könne nicht so leben, wie es das Sittengesetz verlange. Die pünktliche Ausübung derselben sei unmöglich. Ein Vorgeben, das im Gemeinleben sehr häufig ist, das sich aber von ihm auch in philosophische und theologische Systeme eingeschlichen hat. Also, der Punkt ist hier, Fichte sagt, wir reagieren auf die absolute Pflicht des Sittengesetzes, der kategorische Imperativ gebietet ja ohne Ausnahme kategorisch, so dass wir sagen, wir können diesem Sittengesetz gar nicht folgen. Das Sittengesetz ist zu streng. Das Sittengesetz ist unmenschlich. Das Sittengesetz verlangt zu viel von uns. Und deswegen nehme ich mir die Freiheit, in manchen Punkten mal gegen das Sittengesetz zu verstoßen. Da erlaube ich mir manche Ausnahmen. Das Sittengesetz, das ist nicht adäquat. Da bin ich völlig überfordert. Und das meint der Fichte. Also ein guter Rat. Dann kann man sagen, das Sittengesetz ist schon gut. In den meisten Situationen ist es wirklich gut. Das ist ein guter Ratschlag, so was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, so ist okay, aber in manchen Punkten ist es echt viel zu streng. Das ist nicht adäquat. Ja. Und das meint jetzt hier eben Fichte, ja, also ein Vertrag zwischen dem Gewissen und der Begier. Also man sagt, also ich brauche einfach für meine gute Entwicklung, brauche ich einfach auch manchmal eine Situation, wo ich nicht auf Sittengesetz horchen muss. Ja, das ist, sonst werde ich ja fix und fertig. Ja, das stresst mich. Das Sittengesetz stresst mich. Und Stress ist moralisch nicht gut. Also darf ich manchmal dem Sittengesetz nicht gehorchen. So, das wäre dieser Vertrag. Kant nennt das auch das Vernünfteln. Da suchen wir Gründe, um uns aus diesem strengen Gebot des Sittengesetzes, was ja kategorisch gilt, für alle Fälle, in allen Situationen zu entlassen. Ja, also da gerade so ein Argument, das Sittengesetz ist viel zu stressig, das stresst mich, ja, da kriege ich Stresssymptome und Stress ist ungesund und tut mir nicht gut und was mir nicht gut tut, ist eigentlich, kann nicht moralisch gut sein. Also darf ich mir manchmal Ausnahmen erlauben von dem Sittengesetz. Ja. Ja. Das wäre so ein Argument. Ja. Also, und man könnte sagen, das Sittengesetz ist unmenschlich, es hat ja kein Erbarmen mit mir, ich bin doch nur ein endliches Wesen. Wieso soll ich hier moralisch perfekt handeln? Kann doch kein Mensch tun. So, das sagt Fichte, das ist gerade der Anfang vom Bösen, wenn wir so denken. Ja. Aber ich denke, jeder von uns kennt solche Gedanken. Ja. Also man will sich immer irgendwie so Ausnahmen erlauben, sei es beim Schwarzfahren, sei es woanders. Ja. Also es ist nur urmenschlich, dass wir so handeln. Wir setzen so nach eine ursprüngliche Trägheit zur Reflexion, sagt Fichte, und was daraus folgt, zum Handeln nach dieser Reflexion voraus. Dies wäre so nach ein wahres, positives, radikales Übel. Nicht etwas nur Negatives, wie es bisher den Anschein gehabt hat. So musste es denn auch sein. Wir müssen ein Positives haben, um nur das Negative erklären zu können. Also, das radikale Böse, da hatte Immanuel Kant ja darauf hingewiesen, dass es das gibt, das ist das wurzelhaft Böse, ja, das ist also das, was nicht irgendwie nur extrem ist im Sinne des Radikalismus, sondern es ist einfach in uns verwurzelt, lateinisch radix. Das sagt jetzt Fichte, und da geht er jetzt über Kant hinaus, das liegt in unserer ursprünglichen Trägheit zur Reflexion. Also wir haben den Hang zum Bösen bei Kant, hier haben wir den Hang zur Trägheit der Reflexion. Also wir wollen nach Fichte immer wieder in bestimmten Situationen nicht weiter nachdenken. Wir wollen einfach aufhören mit dem Nachdenken, aufhören mit dem Prüfen unserer Maximen. Wie ich vorhin sagte, das ist doch unmenschlich, das hält doch kein Mensch aus, ständig sich zu überprüfen. Ich will mal entspannen hier. Ja? So. Und das ist diese Trägheit zur Reflexion, die den Grund des Bösen ausmacht. Wichtig ist jetzt aber hier zu betonen, dass das Böse nicht mit der Trägheit gleichzusetzen ist, sondern dass die Trägheit selbst Grund einer freien Entscheidung ist. Ich entscheide mich bewusst, nicht mehr weiter meine Maximen zu prüfen, weil ich mir irgendwelche Gründe gebe, dass es zum Beispiel zu stressig für mich ist. Und dann folgt erst die Trägheit raus. Aber nicht so, dass ich von Anfang an träge bin
und deswegen nicht moralisch handle, weil dann könnte die Trägheit ja irgendwie auf natürliche Defekte zurückzuführen sein, auf Defekte, die ich selbst nicht zu verantworten habe. Nach Fichte müssen wir für die Trägheit selbst verantwortlich sein, das heißt, sie muss einem freien Entschluss folgen. Ja? Und was berechtigt uns zu einer solchen Voraussetzung? Ist es bloß die Erfahrung? Kant scheint dies anzunehmen. Unerachtet er übrigens dasselbe folgert, was wir sogleich folgern werden. Aber die bloße Erfahrung würde uns nicht zu einer so allgemeinen Voraussetzung berechtigen. Es muss danach wohl einen Vernunftgrund für jene Behauptung geben, der nur nicht etwa Naturnotwendigkeit erzeuge, indem dadurch die Freiheit aufgehoben würde, sondern nur jene Allgemeinheit der Erfahrung erklärbar mache. Es muss einen Vernunftgrund geben. Also wir müssen darin frei sein, in dieser Trägheit, die zu Bösen führt. Und jetzt sagt er im Anschluss an Leibniz Folgendes: Der Natur überhaupt als solcher ist eine Kraft der Trägheit. Wie es Inertie, Sie kennen alle die Inertialkraft, ein Inertialsystem in der Physik. Wie es ist die Kraft zuzuschreiben. Es geht dies aus dem Begriff der Wirksamkeit eines freien Wesens hervor, die notwendig in die Zeit fallen muss, wenn sie wahrnehmbar sein soll. Und dies nicht könnte, wenn sie nicht gesetzt würde, als durch die Objekte aufgehalten. Zwar scheint der Begriff einer Kraft der Trägheit widersprechend, aber er ist nichtsdestoweniger reell. Es kommt nur darauf an, dass wir ihn richtig fassen. Die Natur als solche, das Nicht-Ich und Objekt überhaupt, hat nur Ruhe, nur Sein. Sie ist, was sie ist. Und insofern ist ihr gar keine tätige Kraft zuzuschreiben. Also, entscheidend ist jetzt hier, dass Fichte sagt, unser Böses kommt durch eine Trägheit zustande, aber nicht eine Trägheit im Sinne der Inaktivität, sondern als eine Trägheit im Sinne der Kraft, sich zu widersetzen. Das ist das Entscheidende. Und die bloße Natur, die kann keine tätige Kraft haben, die Natur als solche, sondern es geht immer um uns selbst. Unsere Natur, unser Hang zum Bösen, der hat in sich einen Widerstreit, ein Widerstreben gegen die Gebote des Sittengesetzes. Also, dass sie einfach sich durch das Sittengesetz eingeschränkt fühlen, dass sie das Sittengesetz für unmenschlich hart erachten, das ist gerade die Kraft der Trägheit. Dieses Sittengesetz will sie aus ihrem Schlendrian, sagt jetzt Fichte gleich, herausbringen. Und dagegen haben sie was. Das Sittengesetz, das ist nicht ganz kompatibel mit einer bequemen Lebensform, die sich irgendwie bequem einrichtet in der Welt. Das Sittengesetz, das reizt und provoziert uns immer wieder aufs Neue und formuliert ja durch den kategorischen Imperativ einen Befehl an uns, der immer unangenehm für uns sein kann. Unser Gewissen macht sich immer wieder bemerkbar, das ist alles andere als bequem. Kant geht sogar so weit und sagt, Tugend ist moralische Gesinnung im Kampfe. Also nur durch Kampf, sagt Kant wirklich, mit unserem Gewissen, mit unserer Neigung, mit unseren individuellen Wünschen, nur dadurch, indem wir in diesem Kampf die Oberhand behalten und unsere individuellen Neigungen einschränken, nur dadurch können wir tugendhaft werden, sagt Kant. Das ist natürlich etwas ganz anderes als eine bequeme Haltung, ja, wo alles einfach so irgendwie gut läuft. Ja. Und jetzt geht er darauf ein, auf diese Haltung der Trägheit. So allein lässt sich eine allgemeine Erscheinung in der Menschheit erklären, die über alles Menschliche allein sich erstreckt. Die Möglichkeit der Angewöhnung und der Hang, bei dem Gewohnten zu bleiben. Jeder Mensch, selbst der kräftigste und tätigste, hat seinen Schlendrian, wenn man erlaubt, uns dieses niedrigen, aber sehr bezeichnenden Ausdrucks zu bedienen und wird lebenslänglich gegen ihn zu kämpfen haben. Dies ist die Kraft der Trägheit unserer Natur. Selbst die Regelmäßigkeit und Ordnung der meisten Menschen ist nichts anderes als jener Hang zur Ruhe und zum Gewohnten. Es kostet stets Mühe, sich loszureißen. Gelingt es auch einmal und dauert die erhaltene Erschütterung in einigen Nachklingen fort, so verfällt der Mensch, sobald er aufhört, über sich selbst zu wachen, gar bald wieder in die gewohnte Trägheit zurück. Also Fichte sagt, ganz wie Kant, Moralität ist nichts, was irgendwie bequem ist, was angenehm unbedingt ist, was unbedingt Glück bedeutet. So Moral ist irgendwas, was auch immer uns provoziert, was uns auch erniedrigt. Wir hatten das letzte Mal darüber diskutiert, in dem Gefühl der Achtung, sagt Kant, verspüren wir auch Schmerz, weil unser Eigendünkel niedergeschlagen wird.
Also Moral ist eine zweischneidige Sache, was unser Empfinden anbelangt. Und wir neigen dazu, immer wieder es uns bequem zu machen. Und die Moral hat eben nach Kant und nach Fichte nichts mit Bequemlichkeit zu tun, sondern immer mit Selbstüberprüfung, mit kritischer Überwachung unserer Maximen. Ja, wir sollen uns permanent testen. Das ist natürlich eine Situation, die nicht immer ganz angenehm ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist eine Zumutung, ist es, ja, eine Zumutung. Und gegen diese Zumutung, da regt sich in uns Widerstand. Und dieser Widerstand ist der Schlendrian. Wir wollen nicht immer diese Zumutung erfahren, sondern wir wollen unseren gewöhnlichen Gang nehmen, wo unsere Eigeninteresse die Oberhand behalten. Ja. Trägheit, so nach sagt Fichte, die durch lange Gewohnheit sich selbst ins Unendliche reproduziert und bald gänzliches Unvermögen zum Guten wird, ist das wahre, angeborene, in der menschlichen Natur selbst liegende radikale Übel. Das ist es. Die Trägheit, die gewissermaßen zur Hexis nach Aristoteles, die zur zweiten Natur uns geworden ist, die ist das eigentliche radikale Übel, weil wir dann nicht mehr empfänglich werden für die Gebote des Sittengesetzes, weil wir uns dann dagegen immunisieren und das Sittengesetz davon abstrahieren und es wie nur so einen guten Rat ansehen. Ja, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung dieser Einheit. Also Fichte versteht, wie kann das Böse als ein Hang und etwas Radikales, also Wurzelhaftes. Wie Kant, so argumentiert auch Fichte, dass wir für das Böse verantwortlich sind, und zwar maximal. Wie Kant, so argumentiert auch Fichte, dass wir nicht direkt gegen das Sittengesetz handeln können. Das war Augustinus, der das behauptet hat. Fichte erklärt genauer als Kant, wie es dazu kommt, dass wir gegen das Sittengesetz handeln können, nämlich durch die Verdunkelung, durch die Abstraktion des Sittengesetzes, dass die Präsentation des Sittengesetzes uns selbst zurechenbar ist. Wie Leibniz, so bestimmt auch Fichte das Böse als Kraft der Trägheit. Und Fichte charakterisiert das Böse im Sinne einer Lebensform als Schlendrian. Schlendrian ist diese, ja, eine schlampige, träge Haltung in uns, die ja sich einfach auch widersetzt gegenüber Geboten wie etwa des Sittengesetzes. Ja, das war's für die heutige Sitzung. In der nächsten Sitzung, die ersten zwei Wochen stattfinden wird, ja, nächste Woche fallen ja die Veranstaltungen aus, da geht es dann um Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und seine Logik des Guten und Bösen. Hegel sagt, das Gute und Böse ist nicht so sehr etwas, was mit unserem Willen zu tun hat oder unseren Handlungen, sondern etwas mit der Logik der Begriffe. Das ist nochmal ein ganz anderer Zugang zum Guten und Bösen, und das ist auch eine spannende Theorie, die wir auf jeden Fall betrachten müssen. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Sitzung.